Als Vanessa in Die wilden Kerle wurde Schauspielerin Sarah Kim Gries in den 2000ern bekannt. In allen 6 Filmen begeisterte sie als Teil der Gruppe rund um Leon, Raban und Co. vor allem die jungen Zuschauer. Heute, 20 Jahre nach Veröffentlichung des allerersten Films, steht sie nur noch vereinzelt vor der Kamera. Stattdessen macht sie sich als Influencerin einen Namen und ist privat glücklich. Doch wusstet ihr, dass auch der Mann an ihrer Seite kein Unbekannter ist? Dabei handelt es sich um niemand Geringeren als TikToker Johannes Semola, der vor allem für seine Brotbackkünste bekannt ist. Auf der Plattform unterhält er über 500.000 Follower mit seinen leckeren Rezepten. Seit 2018 sind der Foodblogger und Sarah verheiratet und haben 2 gemeinsame Kinder, Tochter Thea und Sohn Mats. Im Interview mit Leben und Erziehen plauderte Sarah Kim Gries 2022 ganz offen über ihr Familienleben. Das gemeinsame Ankommen als Familie zu viert war für uns ein großer Meilenstein, der uns wirklich gut gelungen ist, schwärmte sie. Auf den Instagram-Accounts der beiden findet man immer wieder süße Pärchen und Familienaufnahmen. Die Gesichter ihrer Kinder versteckt sie allerdings. Ich persönlich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, meine eigenen beiden Kinder auf meinem Profil zu zeigen, weil ich nicht möchte, dass ihnen dies in Zukunft schadet. Sie können ja noch gar nicht kommunizieren, ob sie gefilmt werden wollen oder nicht. Deswegen möchte ich ihnen diese Entscheidung nicht einfach so abnehmen, erklärte sie ihre Entscheidung.